Das Schlechtwettertraining ist bei uns allen doch das beliebteste Workout überhaupt. Oder? Aber tatsächlich haben wir es hier mit einer extrem sinnvollen Gelegenheit zu tun, wenn es draußen windig und regnerisch ist. Denn bei Schlechtwetter trainieren wir nicht nur den Körper, sondern zusätzlich auch den Kopf. Ich habe es in einer anderen Episode schon einmal angesprochen, warum ich schlechtes Wetter liebe. Aber ich möchte vor allem auf mehrere Aspekte im Detail eingehen und das in aller Ernsthaftigkeit. Denn Schlechtwettertraining ist tatsächlich mentale Abhärtung. Warum braucht es mentale Abhärtung? Viele von euch leben nicht direkt in den Bergen und suchen daher im Sommerurlaub einen netten Urlaubsort in den Alpen. Manchmal für eine, zwei oder gar drei Wochen, um richtig abzuschalten, coole Projekte anzugehen oder einen Höhenweg zu bestreiten. Und dann kommt die Meldung, die wir alle eigentlich hassen. Es schüttet die ganze Zeit. Oder auch nur ein paar Tage, aber generell ist das schon mal eine richtige Stimmungsbremse. Aber jetzt solltest du dir für deinen Urlaub in den Bergen eine ganz wichtige Frage stellen. Lohnt es sich, den Urlaub wortwörtlich ins Wasser fallen zu lassen? Gerade wenn nämlich durchschnittliche Wanderungen oder das Weitwandern deine Welt sind, ist Regen in der Regel kein gefährdender Faktor, wobei es natürlich Ausnahmen gibt, aber generell sind Wanderungen ohne großartigen Felskontakt auch ein Fall für nasse Tage. Die Frage ist nur, ob der eigene Kopf sich dazu überwinden kann. Denn Fakt ist, im Regen, im Nebel und in den ständigen Bewegungen der Wolken können sich auch auf Berghütten und im Gebirge unglaublich tolle Naturschauspiele ergeben. Und über die Jahre habe ich persönlich festgestellt, dass es nichts Langweiligeres als keine einzige Wolke am Himmel gibt. Die fadesten Fotos von mir sind die Fotos, wo kein Wölkchen zu sehen ist. Klar, strahlend blauer Himmel ist eine nette Sache, weil es warm ist, weil man sich nicht vor Unwetter fürchten muss und weil wir ja bekanntlich alle aus Zucker sind. Aber die Natur in ihrem Treiben zu spüren, ist für mich über die Jahre zum Teil des Abenteuers geworden. Achtung, das heißt natürlich nicht, dass wir die Gefahr und das Risiko eines Gewitters unterschätzen dürfen. Um Gottes Willen nicht. Ganz viele Rufzeichen. Aber Regen allein ist, wenn es sich nicht um Gewitter handelt und auch keine Gewittergefahr herrscht, noch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Was hat das jetzt mit Training zu tun? Naja, ich persönlich war lange Zeit aus Zucker und fand schlechtes Wetter immer scheiße. Es war oft der Grund für keine Tour. Und damit auch kein Erlebnis. Heute bereue ich das und zwar allein deshalb, weil ich mich gut auf diese Tage vorbereite, indem ich in meinem Training lerne, das schlechte Wetter zu lieben. Wichtig ist aber natürlich auch die richtige Ausrüstung. Wenn wir also im Flachland laufen oder spazieren oder wandern gehen, weil mal wieder Training ansteht, aber es leider richtig regnet, dann ist das ab heute keine Ausrede mehr, wenn du die richtige Ausrüstung dabei hast. Das Praktische ist, sie passt auch in eine Laufweste und kann damit wirklich überall hin mit. Zur zusätzlichen Ausstattung beim Training gehört definitiv eine dünne Regenjacke. Gerade in den Frühlings- und Herbstmonaten, wenn durch Regen die Temperatur nicht drastisch in den Keller fällt, muss der Wärmeerhalt nicht unbedingt erhöht werden, aber die Nässe sollte möglichst draußen bleiben, denn die kühlt einen schneller aus. Außerdem empfehle ich eine Kappe. Die Kappe dient vor allem dazu, dass man den Regen nicht die ganze Zeit auf die Stirn und in die Augen bekommt. Das kann über 5 Minuten bis zum Auto okay sein, aber bei 2 Stunden Wandern oder Laufen ein echter Horror sein. Außerdem empfehle ich noch ein Bandana, also so ein Schlauchtuch. Denn wenn es regnet, kommt auch oft der Wind mit und das ist für den Hals oftmals ein Anlass für eine Erkältung. Dem sollte man gleich mal vorbeugen und sich dementsprechend schützen. Wenn man Trails läuft oder einfach wandern geht, ist das richtige Schuhwerk doppelt wichtig. Rutschige Wege und Pfade sind mit dem richtigen Schuhwerk in der Regel kein Problem, mit dem falschen Schuhwerk haut es einen aber öfter auf die Pfeife als im ganzen letzten Jahr zusammen. Dann kommen da auch noch Stöcke dazu, die die rutschige Angelegenheit nochmal ordentlich entschärfen können. Oftmals vergessen, und selten gut, dass man sie vergessen hat, sind Wechselsocken. Ja, auch für Läufer. Die passen sicher noch in die Laufweste rein. Denn klar, wir sind zwar die ganze Zeit in Bewegung, aber selbst wenn wir nicht in die tiefsten Pfützen steigen, wir werden einfach über die Zeit an den Füßen komplett nass. An anderen Stellen am Körper ist das, vorausgesetzt man ist relativ gut gekleidet, abwendbar oder in Ordnung. Aber die Füße sollten zumindest einmal auf einer langen Trainingstour wieder ins Trockene gebracht werden. Achtung, wir sprechen heute natürlich nur vom Training und nicht von den großen Touren dann in der Praxis. Da ist die Ausrüstung natürlich nochmal eine ganz, ganz eigene Sache. Doch damit ihr nicht glaubt, ich habe am Anfang nur Schall und Rauch von mir gegeben, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ordentlich im Regen trainieren. Und ich gebe euch mal währenddessen noch einmal die wichtigsten Tipps, damit ihr nicht nur fitter werdet, sondern auch zu 100% gesund bleibt.
Denn das ist ja immerhin das Wichtigste. Da kann ich euch ein paar Tipps mitgeben. Jetzt hat endlich mal kurz aufgehört zu schneien. Jetzt kann ich die Gelegenheit hier nutzen, um euch ein bisschen was ungestörter zu erzählen. Also erstens mal muss ich sagen, Training bei Schlechtwetter. Wir haben das ja schon mal geklärt beim Zone 4 Training. Wir lieben es. Das ist das Coolste, was man machen kann. Und ein Grund ist, niemand ist unterwegs. Niemand. Es ist Sonntag, ich bin am beliebtesten Rad- und Erholungsweg, den es hier in der ganzen Gegend gibt. Und schau mal. Niemand! Es ist niemand hier! Es sind hier mehr Schafe als Menschen. Genial, ich liebe es. So, aber das ist jetzt noch kein Hinweis. War noch nicht wirklich hilfreich. Was ist hilfreich? Erstens mal, die Art des Trainings muss definitiv angepasst werden. Ihr könnt keine Intervallsprints oder sowas machen. Ihr müsst euch ein bisschen in einem konstanten Herzfrequenzbereich bewegen. Sonst kriegt ihr das Problem, dass ihr währenddessen immer wieder sehr stark auskühlt. Und so werdet ihr krank. Und krank, das wollen wir nicht. So, ganz vergessen, die Aktivität fortzusetzen. Upsi. Also, schön konstante Workouts machen. Zone 1, Zone 2. Ich mache hier gerade Zone 2. Super gemütlich. Alles gut. Das laufe ich jetzt so. Da laufe ich jetzt so meine 15 Kilometer oder so ab. Ich bewege mich die ganze Zeit in derselben Herzfrequenz. Die ganze Zeit in derselben Zone. Und dementsprechend ist auch mein Herz die ganze Zeit gleichmäßig ausgelastet. Somit habe ich natürlich auch immer eine sehr, sehr ähnliche Körpertemperatur. Und das ist natürlich absolut zu meinem Vorteil. Denn eine gleichbleibende Körpertemperatur bedeutet, wir kühlen nicht so leicht aus. Wir müssen die Kleidung nicht immer wechseln. So, Hinweis Nummer 2, Tipp Nummer 2. Nehmt unbedingt ein bisschen Kleidung mit für den Notfall. Wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, dann solltet ihr immer ein bisschen Reservekleidung dabei haben, damit ihr dann im Worst Case irgendwas zum Anziehen habt, damit ihr nicht auskühlt. Denn das ist bei Schlechtwetter eigentlich das größte Problem. So, und weil wir am Donnerstag ja immer die Sport-Community sind, muss ich jetzt von euch wissen, wie macht ihr Zone 1 und Zone 2 Training eigentlich? Laufen, gehen, wandern, jetzt vor dem Scheißwetter, wie macht ihr das? Schreibt gerne in die Kommentare, mich würde sehr interessieren. Donnerstags ist ja Trainingstag und da könnt ihr ja hier auch mal reinschreiben, was ihr fürs Training eigentlich so macht. Gerade wenn es um Zone 1 und Ausdauer geht. Wir wissen ja mittlerweile, verdammt wichtig. So, nächster Hinweis, ganz wichtig, immer mit einem Lächeln laufen. Wenn das für das Wetter richtig schlecht ist, dann kommen euch Leute entgegen, die haben alle überhaupt keine Lust auf irgendwas. Logisch, es ist Sonntag, es schneit, es regnet, was auch immer. Einfach, euer Gehirn merkt das. Das ist das Schöne. Es ist nämlich sogar wissenschaftlich bestätigt, dass wenn wir lächeln, uns es einfach besser geht. Auch wenn alles scheiße ist. Und heute ist es kalt und scheiße. Und deswegen ihr könnt natürlich das ganze Training auch am Berg machen. Würde ich aber insofern nicht empfehlen, wenn Schnee liegt oder es wirklich gatschig ist, matschig. Dann kriegt ihr nicht so wirklich ein Tempo hin, kein Gefühl dafür, wie schnell oder langsam ihr seid. Ihr könnt kein konstantes Level halten. Also würde ich euch dann nicht empfehlen, als Training zu nutzen. Das könnt ihr dann machen, wenn ihr unbedingt eine Bergtour machen wollt. Beim Schlechtwetter. Richtige Bergtrainingstouren würde ich dann halt wirklich empfehlen, wenn das Wetter halbwegs passt. Aber so ein Training könnt ihr auch für Schlechtwetter machen. Ihr seht, Training ist immer möglich. Immer. Und je schlechter das Wetter, desto weniger Lust habe ich und desto lieber gehe ich trainieren. Denn ich weiß, mit jedem Mal Training bei Schlechtwetter werde ich mental abgestumpfter gegenüber Regen und Schneefall. Wichtig ist und bleibt natürlich, euer Training trotzdem vor allem an sicherheitsrelevante Faktoren anzupassen. Also Achtung bei eisigen Temperaturen, damit ihr nicht aufs Glatteis kommt. Passt auf Metallbrücken und Weiderost, also Viehgitter am Boden auf. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, wenn ein Gewitter anrückt, egal ob Zone 1 Lauf durch den Acker oder bei der Trainingswanderung im Hügelland, immer daran denken, das ist es nicht wert. Wenn es vorhergesagt wird, macht euch nicht die Mühe und wenn ihr den Donner hört, schaut, dass ihr euch in Sicherheit bringt.
Und auch die Gesundheit sollte beim Training nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Es geht um einen starken Kopf und nicht um entzündete Mandeln. Wenn euch zu kalt ist und ihr euch bei der Kleidung verschätzt habt, lohnt es sich nicht durchzubeißen. Im Zweifelsfall liegt ihr dann eine Woche ganz ohne Training flach. Deshalb schätzt die Situation richtig ein und achtet auf die richtige Kleidung. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Und ihr werdet für die Schlechtwettertage im Sommer hier in den Alpen extra motiviert und extra bereit sein. Es lohnt sich. Wenn euch die heutige Episode von Training für die Berge gefallen hat oder sie euch mitreißen hat können, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr das Video liken solltet. Wie immer natürlich auch abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Jetzt gehe ich laufen.